Ich bin Elias und ihr seht hier der letzte Fall natürlich mal wieder. Und unser SK Sturm hat, man muss leider sagen, erwartungsgemäß verloren. 5:2 am Ende hieß es, der Endstand für Red Bull Salzburg gegen unsere Blackies. Ja, und das Spiel versuche ich mal wirklich kurz zusammenzufassen. Erste Hälfte, erste Riesenchance hat Salzburg durch Daka, der allein auf Siebenhandel zuläuft. Im zweiten Versuch dann nur Aluminium trifft, nachdem Siebenhandel den ersten Ball ganz gut abwehrt. Im Gegenzug hätte Sturm eigentlich ganz gute Möglichkeiten haben können. Despotov in einer Situation hat unfassbar viel Platz, rechts, links, Anspielstation, überall. Und er dribbelt allein und verliert dann den Ball. Wenig später fängt sich Sturm dann übrigens auch noch ein Konter ein und kassiert dadurch das 0:1 nach 22 Minuten aus der eigenen Hälfte, schalten die Salzburger schnell um, der Ball geht in die Spitze, Daka spielt ihn in die Mitte zu Adeyemi und der trifft eben am zweiten Pfosten zum 1:0, klassisches Kontertor, würde ich mal sagen, für die Dosen. Vor der Pause, interessanterweise, wurde bei Sturm schon der erste Wechsel vollzogen, Barley, der kurz zuvor für ein bisschen wenig, wie ich finde, gelb gesehen hat und schon ein bisschen gelb-rot gefährdet war, ging raus, für ihn kam Friesenbichler. Dieser hatte dann in der zweiten Halbzeit mit 0:1 ging es in die Kabine. Dann gleich den ersten Abschluss von Sturm, auch wenn der doch ein bisschen daneben ging. Und ja, die Salzburger haben dann in weiterer Folge nach einer Ecke, wo Onguene dann am Ende relativ frei steht, das 2:0 machen. Und Salzburg hat eben dann das 2:0 gemacht. Man muss sagen, Sturm eigentlich, man hat zwar probiert dagegen zu halten, aber unterm Strich eigentlich so immer ein bisschen das Gleiche. Man hat das dritte Tor dann auch gefressen. Zuvor gab es aber noch eine gute Möglichkeit. Da gab es von Jakob Janscher eine Chance. Ich glaube, Friesenbichler hat ihm den Ball serviert, wenn ich es richtig im Kopf habe. Auf jeden Fall Janscher relativ frei vom Tor und trifft dann auch nur das Außennetz. Also die Blackies hatten durchaus die ein oder andere Möglichkeit, die mir da in der Hitze des Gefechts, glaube ich, schon wieder entfallen sind. Auf jeden Fall bekommen die Salzburger nach dem Ausschluss für Ivan Lubitsch einen Freistoß. Ivan Lubitsch sah dann die gelb-rote Karte eben, ja, hält den Gegenspieler, sah schon in der ersten Halbzeit eine gelbe, die man geben kann, würde ich mal behaupten. Und hat im Endeffekt dann den Ausschluss kassiert. Die roten Karten kennen wir ohnehin. Soboslai haut den Freistoß dann rein, 3:0. Danach wacht Sturm aber tatsächlich ein bisschen auf. Also Sturm schafft es dann doch tatsächlich, sich mehr oder weniger gut in den 16er zu kombinieren. Ist ein bisschen zu viel gesagt, aber eigentlich macht man es ja gar nicht so schlecht. Eingewechselte Röcher über rechts, legt ab für Kitaischwili und der macht es dann wirklich schön zum 3:1. Wohlgemerkt immerhin in Unterzahl. Im Gegenzug kassiert man aber dann auch gleich das vierte Tor. Den Torschützen werde ich euch einblenden, den habe ich da auch schon wieder vergessen. Auf jeden Fall war es dann das 4:1. Sturm kontert dann nochmal, diesmal über die linke Seite. Friesenbichler legt ab auf den gerade eingewechselten Dominguez. Ich glaube, der macht mit dem ersten Ballkontakt das 4:2. Sturm, wie gesagt, hat schon die ein oder andere Möglichkeit hier und da in der Offensive im zweiten Durchgang, kassiert aber vor allem aus Standards sehr viele Tore. Am Ende gibt es dann auch noch nach einer Junuzovic-Ecke noch das fünfte Tor für die Dosen. Und man verliert es eben 5:2. Man hat sich vom Spiel nicht viel anderes erwartet. Wenn man irgendwas positiv hervorstechen will, dann klar, dass Thoma und Geierhofer wieder gespielt haben und dass man zumindest so viel Moral gezeigt hat, dass man in Unterzahl zwei Tore mal machen konnte. Unterm Strich war es aber in der Defensive und gerade bei Standards und hohen Bällen eine Katastrophe. Und deswegen hatte man am Ende des Tages auch keine Chance. Aber Leute, nicht verzagen, die Saison ist, wie gesagt, bald vorbei. Nur mehr Hartberg am Wochenende und dann hat man es geschafft. Der sechste Platz ist mit dieser Niederlage auch fix. Also von Europa haben wir uns gedanklich, glaube ich, die meisten schon vorher verabschiedet. Aber ja, es ist halt eine Saison, die man, glaube ich, größtenteils einfach nur mehr vergessen will. Also von dem her war es das dann auch schon wieder von mir. Ihr schreibt mir gerne in die Kommentare, was sagt ihr zu dieser Partie? Ich, ehrlich gesagt, habe mir vorher auch nicht viel erwartet. Bin deswegen auch jetzt nicht negativer als vor der Partie. Ich habe einfach die Hoffnung, dass die neue Saison ein bisschen besser wird. Und ja, von dem her hoffe ich da einfach auf baldige Genesung unserer Blackies. Von dem her war es das jetzt, wie gesagt, schon wirklich von mir. Und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal hier bei der Lens TV. In diesem Sinne, euer Elias. Nichtsdestotrotz natürlich auf die Schwarzen. Auch wenn es schwerfällt manchmal. Und bis dann. Ciao, ciao.